Mit Ramazama durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, hier bei Let's Play Today. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Die Isabel ist mit dabei, der Drago ist mit dabei. Und wir sind wieder auf dem Server, auf der Map vom Leon Luca auf der PvP-Map. Wenn ihr hier mal mitspielen wollt, einfach mal eine Freundschaftsanfrage bei mir machen. Icarus 1989. Ich blende das mal kurz ein für die das jetzt, warte mal, wo sehe ich denn das jetzt am besten mal schnell? Da habt ihr es kurz gesehen, ich mach's nochmal, damit ihr da kurz mal Pause drücken könnt. Da war mein Name kurz. Einfach da eine Freundschaftsanfrage machen und dann könnt ihr mal hier eine Runde mitspielen auf dem auf der PvP-Map. Und das ist hier sozusagen das Jump'n'Run am Anfang, hier ist halt der Start für die verschiedenen verschiedenen Spiele. Und hier oben wird gerade noch ein bisschen gebaut, weil man hier cheaten konnte. Deswegen wird das hier alles ein bisschen abgekapselt, dass man auch wirklich hier anfängt. Hier fängt es halt dann. Boah, es hat gerade übelst geleckt bei mir. Hier fängt man dann halt an. Hier geht's dann los. So, dann musst du hier lang. So, okay. So. So. Und dann hier rüber. Dann geht's hier weiter. Gut, das kriege ich jetzt noch nicht so hin hier mit den Leitern. Das ist ein bisschen tricky. So, und dann geht's dann. Ja, ich hab dich schon gehört. So, warte mal. Er wird's mal jetzt vorführen, wie das hier weitergeht. Weil ich krieg's. Das ist. Es ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Diese Stelle hier. Ja. Also, ihr müsst dann hier immer einmal um das Eck rum. Dann geht's dann hier weiter. Von hier nach da. Von da nach da unter. So, und dann kommt hier das nächste mit den Türen. Ich führe das mal kurz vor. So, da habt ihr hier. Zack. Dann geht's hier zu. Dann gibt's hier den. Ja. Ja, ich wollte es jetzt auch nicht zu oft zeigen. So, so auf jeden Fall geht's dann hier lang. So, dann geht's hier über die Slabstones oder Slabs. Dann geht's hier hoch, hier lang, da lang, dann hier rein und hier gibt's dann sozusagen schon die erste Belohnung. Ich zeige euch das. Ah! Okay. Spoiler-Alarm. Es wird alles umgetauscht jetzt, weil ich euch das gezeigt habe. Es tut mir leid, Leute. Also es wird dann andere Belohnung geben. Auf jeden Fall gibt es da dann die Belohnung. So, und jetzt zeige ich euch mal, hier oben kommt Bed Wars hin. Ja, genau, die Belohnungen werden sich auch öfters ändern. So, hier haben wir halt den Anfang. Hier ist sozusagen die Mitte von Bed Wars. Da drüben kommen die einzelnen Inseln hin. Was Bed Wars? Achso, ja, das kannst du mal kurz zeigen. Genau, das kannst du mal kurz zeigen. So, wir haben hier natürlich auch, oder der Leon hat hier. Ja, ich. Genau, warte. So. Wo ist denn der Hebel? Ah, okay, genau. Also hier haben wir dann den Hebel. So. Dann haben wir hier oben das Zeug, was dann hier spawnt. Also XP, dann haben wir hier den, wie heißt das Zeug? Lapid oder so? Ja, Lapis, genau. Eisen wird halt gespawnt und die XP. So, genau. So, hier oben haben wir dann, hier oben ist dann die Zauberecke und noch ein paar Ambosse. Das ist sozusagen die Mitte. Hier ist sozusagen der Haupttreffpunkt dann.
Hier werden dann viele sich hinbegeben. So, und dann kommen hier diese verschiedenen 8 Inseln hin. Also ihr seht schon, da drüben ist auch am Bauen. Hier sind 6 Inseln, auf der anderen Seite 6. Und dann kommen hier noch eine und da noch eine hin. Und das wird dann sozusagen die... Auf jeden Fall erstmal das Bed Wars. Hier kommt dann noch... was kommt noch hin? Genau. Ja. Genau. Also ihr könnt, wenn ihr möchtet, könnt ihr mal ein bisschen in die Kommentare schreiben, was wir hier noch bauen könnten. Master Builders kommt noch mit hin. Und vielleicht fällt euch ja was Cooles ein, was man noch mit dazu bauen könnten. Und wie gesagt, macht mal eine Freundschaftsanfrage, wenn ihr, wenn das Ganze fertig ist, dann mitspielen wollt. Ansonsten, weiter ist es noch nicht. Ja, ihr kennt das ja noch von der einen Folge, da habe ich euch das gezeigt. Da war hier noch nicht so viel. Da war auch das Jump'n'Run noch nicht da. Da war... Ja, genau. Also es hat sich was entwickelt, auf jeden Fall. Na, komm. So. Ja. Und wir sind jetzt halt zurzeit am Bed Wars bauen. So, ich werde jetzt auch mal kurz gucken. So, mal auf der anderen Seite schon die Plattform bauen. Vielleicht. So, 26 brauchen wir auf der anderen Seite. So schnell kann ich nicht zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, so. Wir machen das mal eben hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, so. Du kannst ja mal jetzt, ich habe da oben den Schornstein übrigens jetzt gebaut. Ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich habe da jetzt einfach zwischendurch Lücken gelassen. Das war eigentlich auch meine Idee, aber die Ding hat dann noch gesagt, das wäre echt cooler so. 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 Und wir haben jetzt einfach auch das so alles so ein bisschen eingerichtet, dass wir, dass jeder dieselben Chancen hat von den Wegen her. Also es ist alles gleich, sag ich mal so. Ja, genau, es wird dann, übrigens, es wird dann alles dunkel sein. So, da seht ihr das mal alles. So. Darf ich mal jetzt eine Frage stellen? Für was dienen die Schilder jetzt hier? Was soll das?
Ah, okay. Ich verstehe. Okay, da, also die Schilder halten die das Wasser auf. Ja, der sieht echt cool aus, ne? Meister Yoda. Das ist, warte, Moment. Eichen, Eiche, Eiche ist das. Die Eiche. Nee, das ist keine Eiche. Okay, warte, dann muss ich jetzt noch mal so. Fichte, Fichte. Ihr seht schon, das nimmt alles Gestalt an hier. Sieht alles echt cool aus schon mittlerweile. Es wird natürlich alles noch ein bisschen. Das wird alles noch richtig perfekt hier. So. Warte, soll ich das machen? Warte. Ich will. Da fließt durch, siehst du das? Den einen Slap, da musst du. Nee, 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 nee. Alles, alles, alles cool. Es sieht gut aus, oder? Der hat die Party verlassen. Sieht noch alles gut aus. Ja, wir wussten halt nicht, Leute, also nicht wundern, dass das hier so komisch aussieht. Es war halt immer möglich, von dieser Seite hier aus zu cheaten und direkt darüber zu springen. Ich zeige euch das mal darüber. Und dann hätte man direkt in die Wolke reingehen können und sich die Belohnung holen können. Und das wollten wir halt verhindern. Deswegen bauen wir hier halt so ein bisschen Zeug hin. Es ist. Ja.
Naja, es erfüllt den Nutzen, sag ich mal so. Mehr tut's nicht. Ich hätte das vielleicht eigentlich, weil das erinnert mich an meine Map, an mein allererstes Gebäude, was ich gebaut habe in Minecraft, an mein Baumhaus. Ich hätte das einfach so eine Baumkrone gemacht zum Beispiel. Aber das jetzt wieder wegzureißen, das wäre übelst heavy. Ja. ja? Warte, hier. Ja, hier. Mach den Slab mal eins nach oben. Ja, genau, perfekt. Den habe ich vorhin hingeworfen. Ja, hier drüben, ich weiß, was du meinst. Das ist ja aber eigentlich der Hausrand. Das gehört ja eigentlich. Hier muss eigentlich zugemacht werden. Mache einfach hier Erde hin. Genau. Aber eine gute Idee auf jeden Fall. Finde ich ganz cool. So. Okay, ich muss mal noch ein bisschen hier mit den Leuten quatschen. So, ja, ihr habt erstmal so gesehen, was jetzt hier am Gange ist. Ich werde dann bei Gelegenheit, wenn wir wieder ein bisschen mehr haben, also ich sag mal, wenn die Insel hier fertig ist, alles, sag ich mal, die ganzen 8 Gebäude, die 8 Inseln, werde ich euch wieder ein bisschen was von der Map zeigen. Wir haben ja noch 12, 13 Minuten jetzt auf der Map. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen helfen zu bauen. Hier so einfach. So. Ja. Nee. So. Und wir werden einfach mal hier jetzt. Ach so, der ist jetzt wieder da, oder was? So, warte mal. Möge die Macht mit dir sein. So, wir könnten eigentlich mal. Ja. Ey! Alter, was ist das? Ich komme hier reingelatscht, Alter, und falle erstmal durch den Boden durch. Der ist hier in der Party, der ist drin. Oder? Hallo? Doch. Siehst du?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Meine Aufnahme geht noch 9 Minuten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. So. Ah, ist hier so ein Fidschi-Boden. Entschuldigung, das soll keine rassistische Beleidigung sein. So ein japanischen Boden halt. Ja, das geht schon. Das sieht gar nicht so doof aus. Was ich halt, ehrlich gesagt, was absolut nicht reinpasst, ist der Unterschied hier vorne am Eingang zwischen dem hellen Holz und dem dunklen. Das ist das Einzige, was ich jetzt bemängeln würde. So, okay, wir bauen mal die Plattform hier weiter. Ach du Scheiße. Schnell, fang das Wasser schnell auf. Schnell, fang's auf. Oh mein Gott. Jetzt herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Job. So. Zack. Hätten wir die Plattform hier auch so gut wie fertig jetzt. So. Zack, 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 zack. Zack. So, und ich würde sagen, damit das auch wirklich alles fair bleibt hier. So, zack. Verbinden wir das hier rüber. Guck mal, so hast du dir das bestimmt gedacht, oder? Mit dem Verbinden und so. Okay. Also muss ich die Wege hier sowieso wegmachen, okay. Ich verstehe. Ja, ich habe ja schon jetzt hier, kann ich das schon wegmachen? Ah, okay, ich verstehe.
Also ihr müsst wissen, jetzt nochmal zur Erklärung, ich bin ja voll der Noob und so. Ich habe eigentlich gar keinen Plan so von den ganzen PvP-Dingern. Deswegen wusste... So, wir tun mal die Verbindungen kappen. So. Wir haben noch 4 Minuten. Ich fange jetzt nicht nochmal an, eine Plattform zu bauen jetzt. Ich fliege jetzt nochmal eine Runde rum. Ich gucke hier mal kurz zu, was er macht. So, also Leute, ein kleines Tutorial. Einfach, ihr seht ja jetzt, was er schon gemacht hat. Er hat hier einen Haufen Repeater hintereinander gestellt und dann Redstone angefügt. Hier sind, glaube ich, diese Spuckgeräte. Wie heißen die Dinger? Ja, genau, die Dispenser hat er hier gebaut, so. Und dann kommt hier Wasser, das fließt dann sozusagen dahin. Und da kommen dann die Items. Genau, da kommen dann die Items raus. So. Also ihr seht, ihr müsst die Trichter verbinden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also per Schleichen aneinandersetzen. Sonst geht das nicht. Wenn ihr das im Stehen probiert, wird das nicht funktionieren. Dann öffnet ihr einfach nur das Gerät. So, und ihr seht schon, hier macht dann Klick, Klick, Klick. Also, warte mal, schmeißt da mal kurz was rein. Hier, wenn ich da jetzt den... Also wenn ihr selber PvP-Maps baut, könnt ihr euch hier an diesem Gebilde ein Beispiel dran nehmen. Selber erklären werde ich das jetzt nicht, weil ich glaube, das ist eigentlich offensichtlich, wie es gebaut ist. Also hier die ganzen... Ja. So, hier die Repeater, dann Redstone, zack, 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 zack. Hier verbinden mit dem Repeater, da den... Ja, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das Problem ist, die Party ist nicht zu hören. Ich habe die Kabel noch nicht dafür. Weißt du, sonst wäre das jetzt besser gewesen. So, und rein theoretisch, wenn jetzt hier die Items rauskommen, fließen dann halt da vorne durch. So. Und dann kann man sie da vorne einsammeln. So, seht ihr. So, wir gehen mal kurz auf die andere Seite. So, habt ihr gesehen, habe ich das eingesammelt. So funktioniert das Ganze. So funktioniert das ganze Gebilde. So, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder auf unserer Map. Da wird der Leon bestimmt mit dabei sein. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Es wird dann bald irgendwann jetzt demnächst mal wieder eine Folge kommen mit dieser PvP-Map. Ansonsten sehen wir uns dann jetzt gleich auf der Städte-Texturen-Map. Bis gleich. Ciao.